Trauriges Geständnis, deswegen ist Bastian Utter schnell verliebt. Bastian Utter leidet noch unter Babyverlust. In einer Fragerunde auf Instagram antwortete Bastian Utter auf die Frage, wie er sich so schnell verlieben könnte. Er sagt: Seine Ex-Freundin Melanie war Anfang des Jahres schwanger, hat das Baby jedoch verloren. Liebe braucht keine Anleitung. Doch Utter verteidigt seine schnellen Gefühle. Bastian Utter und Natalia Osada waren von Anfang an unzertrennlich bei Adam sucht Eva und haben die Kuppelshow dementsprechend auch gewonnen. Momentan führen sie eine Fernbeziehung, da Natalia in Köln wohnt und Bastian in L.A.